Bierfreunde von da und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. So Freunde, wir haben heute mal ein bisschen was Spezielleres auf dem Gabentisch zu stehen aus Bayern. Und zwar, ich habe ein Bierchen bekommen, zugeschickt bekommen von der lieben Prinzessin und dem Silentium. Irgendwie hat sich das im Livestream so ergeben. Ja, das musst du unbedingt mal probieren hier. Und zwar geht es heute um eine Whisky-Weiße. Ja, das ist ja interessant, ne? Also, was haben wir denn da Schönes? Und zwar von Hösel. Hösel Whisky-Weiße, gebraut mit Whisky-Malz. Also das kann was richtig Spannendes werden. Aus der Oberpfalz, ist eine Privatbrauerei. Und ja, was haben wir da drin? Da haben wir 5,6% Umdrehungen. Also wir haben es hier nicht mit einem Bock oder mit einem Starkbier zu tun, sondern tatsächlich mit einer ganz klassischen, mit einem klassischen Weißbier, aber eben mit Whisky-Aroma, vermute ich mal. Eine besondere Kreation unseres Braumeisters. Die Spezialmischung aus Whisky und Weizenmalz verleiht diesem Weißbier eine angenehm torfig-rauchige Note. Ein exzellentes Getränk und eine besondere Gaumenfreude für Freunde. Eine besondere Gaumenfreude für Freunde eines einzigartigen außergewöhnlichen Geschmacks. Okay, alles klar. Dann wollen wir mal gucken. Was haben wir drin? Wasser, Gerstenmalz, Wasser, Weizenmalz, Whiskymalz, Hopfen und Hefe. Also Whiskymalz. Das ist das Spezielle jetzt da dran. Und ja, so schaut das Ganze aus. Schon ein bisschen krass, ne? Haben wir schon mal was von Hösel gehabt? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Die haben einige Biere im Angebot. Ich würde sagen, wir machen einfach mal auf. Ich habe schon wieder Bierdurst und mal schauen, wie es schmecken tut, ne? So, offen ist es. Die Kapsel ist bedruckt weiß mit so, ja, Gold. Hösel steht da drauf. So ein bisschen hochwertiger. Gefällt mir. Krischt der Sammler. So, dann wollen wir mal gucken hier. Entspannungsverdampfung. Kommt auf jeden Fall raus. Ja, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ist okay. Und stand da eigentlich Hefe angegeben? Ja, okay, also es wird auf jeden Fall auch schön trüb werden, da freue ich mich drauf. Lassen wir mal laufen. Oh ja, von der Farbe sieht schon mal gut aus. So. Muss ich dich hinstellen? Na, na! Haben wir nochmal gut hingekriegt, ne? So, den Rest, den holen wir dann natürlich raus. Oh ja, ich dufte schon was. Es gibt einen leichten Raumduft, den ich schon wahrnehmen kann. Aber ich betrachte gerade die Blume. Freunde, was ist denn da los? Also, das ist ja mal nicht Weißbier-typisch, würde ich mal sagen. Das sieht eher aus wie auf einer Coca-Cola, so grobporig von der Farbe her. Ja, so, ich gieße mal eben auf. Wir wollen ja auch mal die Hefe da noch ein bisschen rauskriegen. Versuch mal so eine Hefespirale hinzubekommen. So, das gelingt mir sogar. So, und jetzt kommt der schöne feine Schaum noch. Na gut, Freunde. So, ne, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Könnt ihr was erkennen? Ja. Was ist denn das? Oh, ist ja nur ein Bier. Gibt sich als Bier zu erkennen. Von der Seite haben wir schon mal alles richtig gemacht. Allerdings bei einem Weißbier, Freunde, das ist absolut grobporig. Ja? Die Blume ist grobporig und im Zeitraffer würde man es erkennen. Also der Zerfall, der geht schon sehr schnell. Bei einem Weißbier, da wissen wir, ist das immer kompakt, immer fluffig. Da müsste normalerweise die Blume richtig krass voluminös sein. Aber schaut mal selbst, hier ist der Zerfall wirklich sehr, sehr schnell zu beobachten. Ich sage 90 Sekunden, aber ganz knapp Standard bekommen wir hin. Ist natürlich jetzt nicht ganz so hübsch, aber ist okay. Guck mal, jetzt ist gerade nur noch ein Finger da. Sieht eher aus wie Badewasserschaum, ne? So, im Schaumbad, da haben wir auch so eine grobporigen Blumen. Im Farbspektrum, wo bewegen wir uns da? Auf jeden Fall Hefe ist angegeben. Das heißt, es ist eine richtig schöne weißbiertypische Naturtrübe enthalten. Absolut blickdicht. Da ist die Softbox. Ich kann nicht durchgucken. Und im Farbspektrum selbst bewegen wir uns hier bei so einer hellen Erdfarbe, würde ich sagen. Sieht sehr naturell aus. Das gefällt mir. Dunkles Orange, helles Braun. Ja, ein paar Gelbnuancen sind noch mit drin. Finde ich sehr, sehr schön. Die Hefe verteilt sich gleichmäßig. Hefespirale habe ich jetzt nicht hinbekommen. Liegt aber auch an meinen unprofessionellen Einschankkünsten. Ich war von der Karbonisierung, von der Palange her, da sieht man auch eine sehr kleine, feine Perlung, aber dafür sehr kräftig, perlt ordentlich ab, sieht schon mal sehr, sehr schön aus, also optisch zumindest spritzig und es ist satt, Freunde. Es ist saftig, es ist satt, sieht alles andere aus als verblasst oder verwässert. Von der Seite her eigentlich perfekt, ein sehr, sehr schönes
Ja, Weißbier, wie gesagt, von der Optik, von der Ästhetik. Das Einzige, was mich stört, ist, wie gesagt, die Blume. Da erwarte ich tatsächlich ein bisschen mehr. Das sieht hier nicht gerade schön aus. Aber ist okay. Der Rest stimmt soweit. 4 von 5/6 möglichen Punkten ist es mir wert für die Optik, für die Ästhetik. So, kleinere Blume oder gar keine Blume bedeutet natürlich auch mehr Aroma in der Nase. Wollen wir uns mal anschauen, was das Bouquet so Feines hergibt. Die Frage war jetzt natürlich, in welches Glas schenkst du das ein? Wir hätten jetzt auch ein Tastingglas nehmen können. Allerdings habe ich mich dann doch wieder klassisch für ein Weizenbierglas entschieden. Also, oh ja. Oh. Oh, Freunde, oh. Da ist er wieder. Das ist schon lange her, ne? So dieses Raucharoma, wo wir mal gesagt haben, wow, gepökelter Schinken, ne? Hatten wir doch auch schon mal hier dieses Rauchbier-Märzen gehabt. Welches war denn das? War das das Bamberger? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall so ein Rauchbier gehabt. Mehrere, glaube ich, oder? Hatten wir schon gehabt. Und da erinnert sofort, ja, das ist so dieses Rauchige, dieses Torfige, das stand ja auch, glaube ich, da drauf. Und ja, das, ich mag das ja, ne? Also, ach, schön. Oh, das ist ein Bouquet, Leute, das ist so selbstbewusst, das ist spannend, da dran rumzuriechen. Also eine richtig schöne Frische auch. Oh, das mag ich, das mag ich, das riecht wirklich gut. Das riecht wirklich, das riecht lecker, weil das ist so, das erinnert mich sofort an dieses Rauchbier, was wir mal hatten. Und das war auch lecker, da habe ich ja gesagt, so krass, Alter, das riecht richtig nach Schinken. Aber so krass nach Schinken riecht das hier gar nicht, das ist so, also du riechst mal. Das ist auf jeden Fall, ich mag das so, wenn diese Malzsorten so, oh, so, das ist schon was Spezielles, das ist ein Leckerli, glaube ich. Das wird bestimmt ein Leckerli werden, Leute. Ihr Lieben, wollen wir probieren? Genau, Freunde, der Antrunk kommt jetzt. Auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss und einen speziellen Gruß und einen Prosit, ne, an die Prinzessin und den lieben Silenzio. Ja, ich denke, mein Laie, der wird jetzt wahrscheinlich total geflasht sein, der wahrscheinlich sagt, wow, was ist denn das? Ja, also für die Leute, die sich jetzt mit Bier nicht ganz so krass auskennen, die das jetzt nicht jeden Tag hier testen, probieren, ne, als Biertester, so, dann ist es nichts Besonderes. Also das ist lecker, das zweifelsfrei, das ist interessant, aber das ist jetzt erstmal nicht so krass, das flasht mich um, sowas habe ich ja noch nie getrunken. Klar, wir sind hier weit weg von den TV-Bieren. Rauchbier ist jetzt nicht so weit verbreitet, ne? Aber darum geht es ja auch erstmal gar nicht. Deswegen, ich finde das geil, Leute. Das hat schon Spaß gemacht, ne? Also wieder so ein Aroma im Mundraum zu haben, das ist wieder, wo ich sage, ja, das ist ein kleines bisschen Hedonismus schon wieder mit bei, ne? Da lacht doch das Herz, ja? Finde ich gut. Antrunk, was kann ich denn sagen? Wo bewegen wir uns da? Von den Attributen her, gemütlich oder eher dynamisch? Naja, ganz klar gemütlich, würde ich mal sagen. Ne? Hier sind Aromaspitzen drin, da kommt es drauf an. Genau das möchte man als Biergenießer haben. Deswegen kleinere Schlucke nehmen, bisschen Temperatur anziehen lassen im Mundraum und dann entfalten sich die feineren Nuancen, die hier zwar offensichtlich brachial nach vorne treten, aber immer noch fein genug abgestimmt sind, sodass man Spaß hat. Ne? Also die wirken jetzt nicht aufgesetzt oder erzwungen, kann ich schon beim allerersten Schluck tatsächlich heraushören und schmecken und somit auch sagen. Das erlaube ich mir jetzt einfach mal. Sehr, sehr schön. Da möchte ich gerne einen zweiten Schluck nehmen. Gibt schon wieder Deck. Oh, ich habe ein bisschen gekleckert. Ne? Da ist die Blume hier rüber gelaufen. Ja, der Fokus, der ist ja ganz klar auf den Malzkörper gerichtet, ne? Merkst du auch sofort. Also da ist wirklich so, der Malzkörper, da spielt sich am meisten ab. Das ist wirklich, wo ich sage, ein Spektakulum auf der Zunge, da ist richtig Freude. Und da ist dieses Schöne, dieses Besondere, ne? Du merkst so diese Lieblichkeit, dieses Getreidige, leicht Nussige, ganz klassisch, wie es beim Weißbier sein soll. Und dann kommt eben noch ziemlich brachial, schiebt sich dann so diese Torfigkeit, diese Rauchnuancen, tatsächlich sogar ein bisschen Whisky-Flavor, wobei der Whisky hier ein bisschen im Hintergrund ist. Der ist ein ziemlich weit sekundär, da haben wir schon Kandidaten gehabt, die ein bisschen kräftiger noch nach Whisky geschmeckt haben. Ich sag nur Störtebeker Whisky-Bier, das aktuelle Scotch Ale, gut, das hatte auch da 9% gehabt, das war auch noch süßer gewesen. Ne? Das hier ist eher klassisch im Profil, in der Textur, wie ein Weißbier aufgebaut, finde ich auch gut. Aber eben mit dieser Note
von diesem torfigen und rauchigen mit einem ganz leichten Whisky-Flavor. Und das finde ich wirklich ganz interessant. Das ist auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, röstiger, strenger tatsächlich, kerniger vom Malzkörper als ein Standard, ich sag jetzt mal so Standard-Weißbier, ja, wie man es kennt, jetzt ohne diese Attribute. Und das finde ich, macht die ganze Sache interessant, wo ich schon fast schon wieder überlegen bin, hier mal einen Direktvergleichstest zu machen mit dem, war das nicht Bamberger gewesen? Oh Gott, ich verwechsel das immer. Wir hatten auf jeden Fall schon mal ein Rauchbier gehabt, so mit diesem gelben Etikett, ne? So, das war ganz interessant. Ja, also finde ich gut, Malzkörper betont, war klar gewesen, finde ich erstmal super. Und Trinktemperatur würde ich übrigens empfehlen, zwischen 7 und 9 Grad anzusetzen. Ich glaube, da entfalten sich die Aromen am besten. Kann man auch theoretisch noch ein kleines bisschen wärmer trinken. Kannst es auch stehen lassen. Das hat genügend Aromen, dass die auch hier nach vorne kommen. Mich würde übrigens mal sofort interessieren, was unser Andrew hier sagt. Andrew, wenn du dieses Video hier siehst, ne, Weißbier hier, da hättest du mal wieder was Neues. Das würde mich ja mal interessieren, wie du sowas finden würdest. Ne? Das wäre mal wieder so was Spannendes. So. Wenn es mal wieder was ganz anderes ist. Ne? So, das ist ein Rauchbier, ist nochmal eine andere Thematik. Ist aber nicht so intensiv. Also ich hätte es mir jetzt ein bisschen krasser vorgestellt. Das ist noch recht zurückhaltend. Ich mag diese Fruchtigkeit, weil dieses Torfige, ne, das geht dann so ein bisschen, klingt das auf der Zunge aus und dann kommt so eine leichte Fruchtigkeit nach vorne, die mag ich auch. Weißbier-typisch natürlich immer ein bisschen Banane, überreife Banane, so in diese Richtung. Hier auch nicht ganz so stark ausgeprägt wie bei einem klassischen, aber deutlich wahrnehmbar, finde ich gut. Also ja, durchaus selbstbewusst. Und nach hinten raus hast du so eine abgehende Herbe, die aber weniger vom Hopfen kommt, wo ich der Meinung bin, das ist die Arbeit von der Hefe und die Hefe präsentiert sich ja auch. Und ihr wisst ja selber, ich mag ja diese Hefebomben immer und die ist auch alles andere als zurückhaltend. Ne? Die ummantelt das Ganze noch so schön. Finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Finde ich wirklich gut. Schulz, das ist ein interessantes Bier. Für besondere Anlässe. Das ist so ein Kandidat, so, wenn es um Gemütlichkeit geht. Gesellige Runde, Gemütlichkeit, man nimmt sich Zeit für das Bier, man stellt dem Bier eine Frage, welche Erwartung habe ich an dich und genau das, was wir uns erwarten von diesem Bier, das bekommen wir ja auch. Nur wir brauchen Zeit für dieses Bier. Das ist jetzt nicht so ein Kandidat für einen Biergarten, mal schnell wegexen oder so und danach gleich wieder weg, weil du brauchst Zeit. Du musst dich mit diesen Nuancen anfreunden und auch wirklich dich konzentrieren, dass du die rausschmecken kannst. Und dann hast du damit deine Freude. Weil die sind jetzt auch nicht so nach oben. Also das ist alles noch überschaubar. Das ist alles noch so völlig solide, völlig lecker so. Und auch für Einsteiger vielleicht eine ganz gute Idee, die sich noch nie so mit dieser Rauchthematik auseinandergesetzt haben. Kleinen Kritikpunkt habe ich, ne, Alkoholkante merkst du nicht, aber einen kleinen Kritikpunkt habe ich. Wenn du ein bisschen größere Schlucke nimmst, nach hinten raus wirst du merken, flacht es langsam ab, dann wird es ein bisschen verwässert. Das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe, weil ich habe gerade mal einen größeren Schluck genommen und dann merkt man auch, okay, also der Mundraum hat sich jetzt dran gewöhnt, an diese torfigen, rauchigen Nuancen, die dann nach vorne kommen, die jetzt nicht so krass ausgeprägt sind. Und nach hinten raus, dann merkst du dann auch so, okay, da schafft es nicht mehr die Hefe, diese ganzen Nuancen festzuhalten, ja, und weil dann geht es runter, das läuft dann runter wie Öl und dann wird es fast schon so ein bisschen verwässert leider, dass es zu dünn wird, zu flach. Das heißt, die Aromen, gerade im Nachgang mit der Speichelneuproduktion, hast du nicht mehr so einen langen Nachhall. Da schaffen andere Weißbiere tatsächlich ein bisschen kräftiger nach hinten raus. Ansonsten absolut nicht zu kritisieren. Freunde, das ist lecker. Das kann man trinken, das ist gut. Was wollen wir da bewerten, Freunde? Bin ich fair, muss ich sagen. Mir macht es Spaß zu trinken, könnte ich nicht jeden Tag machen, aber für besondere Anlässe finde ich super. 5/5/6 möglichen Punkten ist es mir wert. Ja, damit ist Bierseflat draußen. Ich sage nochmal schönen Dank an die Prinzessin und den Silenzium für diese Erfahrung mit diesem Bier. Immer wieder eine Freude, mal neue Sachen zu probieren. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierseflat.